666. Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Mädchenkanal. Wir sind in Essen, Leute. Es ist mega voll, aber ich freue mich sehr. Wir starten noch gleich. Wir haben einige Schmuckstücke dabei. Die schauen wir uns gemeinsam mal an. Komm mit. Der liebe Joy, Leute, der liebe Joy ist ein BMW-Trainer. Und egal wo ich bin, egal wo ich hingehe, ich sehe ihn. Also, was für Highlights haben wir heute hier auf unserem Stand? M4 CSL, M3 Touring, M2, was noch? Wir haben den M4 CSL von JP Performance. Das ist sein persönlicher, also ist richtig cool. Der wird später auch da sein. Okay. Können wir vielleicht auch nochmal mit ihm ein bisschen quatschen. Wollen wir gerade drauf gehen? Ja, gerne. Hat der JP ihn foliert? Ja. Grüße gehen raus. JP, hast du gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, ja. Kann er schon, ne? Ja. Das ist richtig krass. Also, was ich aber nicht wusste, ist, dass der M4 CSL, Leute, das erste Serienfahrzeug ist von BMW, was auf Nürburgring Rekordzeiten gemacht hat. Ja. Das 27, glaube ich. Ich glaube sogar 57. Richtig krass, also. Das ist der schnellste Serien-BMW. Ja, heftig. Leute, wir haben hier was ganz Besonderes auf unserem BMW-Stand. Ich werde euch das jetzt zeigen, aber bitte flippt euch aus, der Spann. Komm mit. Komm rein. Ja. Hier. Der M3 Touring. Now I'm knocking down these doors, they ain't keeping up when I switch these flows. They don't want no smoke, can't get hot, I can piss so low. Hat der M-Performance Part drauf und zweitens, auf diesem Fahrzeug sind alle Fahrzeuge verewigt, die bei der MotoGP unterwegs sind. Ja. MotoGP ist quasi Formel 1 von Motorrädern. Ja, genau. Und dann sieht man hier die ganzen Fahrzeuge, die sozusagen gefahren sind. Nice, komm mal mit. Schaut mal hier. Eins der schönsten Autos. Der M6 Bomben. Alle Autos. Mega, mega nice. Und das, auch das, das sind die Fahrer, ne? Das ist auch das Originalfahrzeug, was auch auf der MotoGP wirklich fährt. Da würde ich mich schon drin sehen. I've been trying to get it, told them I'ma run it up. I don't nice, so I told them go and fill my cup. Now they texting, but back then they never show me love. They've been hating since they won, dog, you looking sus. Now they switching sides, I can't mess with y'all. I could tell they ain't real, I can't get involved. Ooh, I seen them now, and they trying to call. Ooh, the summer's mine, but they trying to watch me fall. Yeah, I'm shining bright. So, Leute, wir sind hier gerade an den Start von Red Bull und werde jetzt eine Challenge akzeptieren von einem lieben Joy, der meinte, ich schaffe hier keinen Reifenwechsel. Und wir zeigen ihm, was ich das drauf habe. Let's go! I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in a room. I've been so real, I'm back to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, I'm running on fumes. I told them they're back, it's something new. It's me and them, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my lawyer, I don't got the time. Cross on my T's and he dot in those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't relate but like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. I was so low but I'm back on the rise, it's real. In the car, watch it go vroom. Was machen wir jetzt? Gucken wir da einfach rein. Nein, wir sprechen jetzt über deinen geilen Stand, Mensch. Ja. Projektauto? Ja. Was ist da gemacht worden an dem schicken Teil? Also an sich startete es als Resterampe und es war ein ganz normaler, süßer 320i und dann haben wir umgebaut auf einen 325 mit einer 28er Kurbelwelle, also 2,8er und dann Turbo und dann Breit und dann Räder und dann Design und dann Käfig und dann hinten die Hinterachse mal umgebaut und ein Spätdifferential und auf 19 Zoll hinten mit dicken Reifen. Okay, ich glaube, die Leute schalten jetzt schon ab. Was kommt nächstes Jahr noch für ein geiles Auto? Wir machen ein cooles. Ja, wir machen nämlich, wir haben es erstmal was gemacht, dass wir dort oben
wirklich was zeigen, was wir noch nie gemacht haben, weil das wird das extremste Projekt, was wir je gemacht haben. Okay. Und die Leute reagieren gar nicht so drauf. Sie schnallen gar nicht, was das bedeutet. Aber das ist für mich persönlich ein sehr anspruchsvolles Projekt nächstes Jahr. Also das anspruchsvollste jemals. Technik wird extrem. Dann freuen wir uns drauf. Und, Du bist aber die erste Person, mit der ich jetzt drüber rede. Echt jetzt? Ja, ja. Besser, Mann. Also das wird gut. Wir freuen uns auf einen nächsten M, hoffentlich mal bald. Ja, ne? Ne, also wäre schon schön, wenn er mal wieder einen BMW M fährt. Und wenn es eine Zeitblase gäbe, vielleicht ist es ja schon passiert. Weiß ich ja nicht, ne? Steckst du nicht drin. Bis dann, ciao. Leute, wir sind jetzt gerade hier beim Jido angekommen, der RCE Performance. Das letzte Mal, als ich den Jido getroffen habe, waren wir bei der Altfieber-Ausfahrt dabei und da ist ein Auto kaputt gegangen. Und er denkt, ich war's. Hi. Das ist der Freche. Ihr kennt euch ja auch noch, stimmt? Marco. Ah, ja. Nach dir ist mein Lambo kaputt gegangen. Ja, ich weiß. Ja, Emma. Ja, ihr beide. Hi Leute, was geht ab? Ich bin der Yusuf hier vom Stand. Die Meltem ist hier zu Besuch bei uns. Natürlich bei der besten Marke, die es gibt, nach BMW. Ja, okay. Die besten Felgen BMW, oder? Ja, also ich muss echt sagen, seine Felgen sind wirklich anders. Die passen fast zu allen M-Fahrzeugen, die wir haben. Und also bei uns ist alles speziell gebaut, ja. Ne? Ich kann ja ein bisschen was erzählen. Ja, fang bei dem an, oder nicht? Ja, stimmt. Ja. Also hier haben wir den neuen M4. Da haben wir vorne eine 10,5x20 mit einer 11,5x20. Bei uns wird immer alles speziell, also bei M-Modellen wird immer alles speziell gefertigt. Wir haben bis zu 10.000 Felgen auf Lager und die sind alle dann, wenn M3 hast, M4 hast, M2 hast, M5 hast, M8 hast, alles sind immer speziell. Also das heißt, du bekommst das Beste vom besten Lagern zum besten Preis. Bei dir vorbestellen, anfertigen lassen, also parallel, wenn ihr ein neues Auto bestellt, genau. Zum Beispiel, könnt ihr auch direkt eure Wunschfelge oder sie fertigen lassen und da ist er der richtige Mann. Genau. Ja. Das und er zahlt mir auch nichts für die Werbung, ne? Also nur zur Info. Doch, ich habe dir Wasser gegeben. Hallo? Oder hast du nicht bekommen? Aber jetzt zeigen wir euch mal die Felgen, die ihr hier ausgestellt habt. No, it's a child back in the womb. Yeah. Oh, told him step back, I need my broom. Hey. Room. Hop in the car, watch it go. Schön, dich zu sehen. Ja, ich freu mich auch. Hi. Was geht ab, Leute? Ey, wie voll ist es bitte? Krass, ne? Haben wir auch. Es ist so krass. Ich habe mir genau den heutigen Tag ausgesucht. Wir müssen noch was filmen, gell? Ja. Bei dem Massen. Leute, das ist die liebe Lisa. Ich habe ja schon mal ein Video gesagt. Ja, und zwar in meinem Kanal im Town Police. Ich gerade sagen, wir haben ein Video zusammen gedreht und zwar bei ihr zu Besuch mit meinem M8 M Town Police Car. War richtig nice. Und ja, du bist hier. Wir müssen eigentlich mal wieder ein Video zusammen drehen. Ja, müssen wir. Das ist viel zu lange. Sie ist, dass ich dein Video schneide. So, sie ist eine krasse Frau. Sie kann schrauben. Sie ist sympathisch und ich feiere sie. So I gotta zoom. They tryna talk, they not in the room. I've been so real, I'm back to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, they running on fumes. Told them way back, it's something new. It's me and them, you gotta choose. Da seh ich mich. Hi! Ja, mach ich. Also, das ist echt cool, muss ich sagen. So ein Käfig, so ein Schalt, jetzt hat schon was. Also, komm wieder. Komm ich jetzt hier wieder raus? Ja? Evola! Sehr gut. Meltem, freut mich sehr. Adrian. Der Adrian ist hier auf der Messe für den M2 zuständig, oder? Würde genau. Ich sagen. Bei Project One für den BMW M2 Cup. Ich kenne das Auto halt sehr gut, dadurch, dass ich als Mechaniker dieses Jahr im Cup tätig war und auch selber das Auto fahre, dieses Jahr einige Testfahrten gemacht habe und mich nun auf die Saison für nächstes Jahr vorbereite. Richtig cool. Also für die, die es noch nicht wissen,
M2 Cup oder der M2 ist ja ein M2 CS als Base mit anderem Fahrwerk, andere Dämpfer sind drin. Leistung ist eigentlich auch Serie, aber da gibt es ein Power Stick, was ich auch nicht wusste. Und zwar schaut es aus wie so ein USB-Stick und mit diesem Stick bekommt man dann von 365 PS bis 420. Mega, oder? So ein Power-Stick bräuchte ich auch mal. Ja, das wäre was. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie voll es ist. Abnormal. Und mir ist aufgefallen, dass an jedem Stand der G80 und der G82 als Projektauto steht. Also, gefällt mir. So Leute, ich hoffe, unser Vlog hat euch gefallen. Wir sind fix und fertig. Es war mega spannend, aber war auch echt einiges los. Ich habe einige von euch getroffen, was mich echt gefreut hat. Und wer es dieses Jahr geschafft hat, kommt jetzt ja unbedingt vorbei. Ja, in diesem Sinne, Leute, wir müssen zurück nach München. Bis zum nächsten Mal. Ich habe was vergessen. Leute, wir geben uns so viel Mühe bei diesen Videos. Und wenn es euch gefällt, dann lasst ein Abo, einen Kommentar da, damit ihr mich supportet. Ihr müsst auch die Glocke anmachen. Die Glocke. In diesem Sinne, ich zähle auf euch. Die Glocke anmachen. Ja, auf. I gotta go, I'm looking bad, they not even close. I had a four, now I need a ghost. I got a wave like I'm on the coast. Same ones a doubt and I dare to show.